Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Wort zum Montag kommt jetzt für euch. Ich finde es gut, dass ich das neue Format hier eingesetzt habe, dass ich euch auch mal gleich direkt nach dem Freitag informieren kann, was so abgegangen ist. Nämlich kurz nachdem ich das Freitagsvideo fertig hatte, kam dann die Meldung rein, die WM in London wurde abgesagt bzw. verschoben nach Japan, weil ich habe die Nachricht von Konami nicht gelesen, aber ich kann es mir vorstellen, es gab ja in den letzten Wochen ein paar Anschläge dort in Manchester bei dem großen Konzert und dann jetzt nochmal in der Londoner Innenstadt mit einem Transporter, den sie geklaut haben, und was da alles passiert ist. Mit Keramikmessern wurden da Leute angegriffen. Ach, muss keiner verstehen, warum man sowas macht als Mensch. Aber gut, solche Leute gibt es halt leider auch. Deswegen gibt es keine WM in London. Und jetzt spekulieren viele Spieler, was ist denn dann mit der YCS in London, die für den Oktober angekündigt ist? Könnte ja auch sein, dass das jetzt demnächst angekündigt wird, dass es verschoben wird. Vielleicht sucht Konami schon nach einer Ausweichmöglichkeit, weil die nicht in Großbritannien ist. Aber für Frankreich trauen sie sich ja auch noch nicht ran, weil da in Paris so viel passiert ist. Vielleicht sagen sie, okay, dann fällt es halt aus, dann ist es einfacher, das Traveler-Paket zu bekommen. Jetzt so richtig negativ finde ich es gar nicht, dass in Großbritannien keine WM ist. Ich wäre jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, hingefahren, außer spontan vielleicht mal hingeguckt, wenn ich Zeit gehabt hätte. Aber wenn die YCS halt woanders wäre, wäre es halt für die Spieler auch ganz gut, weil Großbritannien ist immer ziemlich teuer, weil man halt nur durch den Flug hinkommt, also zum größten Teil. Und wäre halt cool, wenn mal woanders was wäre. Also ich war noch nie in Frankreich, da will ich eigentlich endlich mal ein Yugi-Turnier mitmachen. Ansonsten in Spanien war ich auch noch nicht. Oder ihnen fällt halt spontan was anderes ein. Vielleicht mal wieder Dublin. Richtig coole Stadt auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat. Damals zur EM waren wir dort vor 2 Jahren, glaube ich. Oder Brüssel. Es bietet sich noch so viel an, wo sie das machen könnten, wenn sie keine YCS machen wollen in Großbritannien. Aber da gibt es ja noch keine Meldung und wir müssen darüber auch erstmal nicht weiter spekulieren. Ich war das ganze Wochenende hauptsächlich hier zu Hause, habe Bestellungen aufgearbeitet, habe heute schon wieder 60 Stück geschafft, 20 mache ich nach dem Video noch. Dann kann so gut wie alles von den letzten 3 Tagen morgen direkt rausgehen, ist nichts, was überbleibt. Und der Hintergedanke, warum ich jetzt mir gerade wieder Mühe gebe, dass das alles recht zeitnah rausgeht, ist, ich kenne euch, ihr wollt eure Sachen, also viele von euch wollen die Sachen rechtzeitig zur EM haben oder davor halt schon. Und deswegen gebe ich mir gerade Mühe, dass ich jetzt in der Woche gleich immer alles abarbeiten kann, was da täglich einfällt, damit ihr euch da keinen Stress machen müsst, dass die Sachen dann vielleicht erst kurz vor der EM oder kurz nach der EM ankommen. Ansonsten biete ich es euch halt an, dass ihr mich über Facebook anschreiben könnt, wenn ihr noch spontan was für die EM braucht. Das versuche ich auch schnellstmöglich zu organisieren und abzuschicken, zu bearbeiten. Und dann noch für die Leute, die jetzt am Wochenende in Halle sind, bei dem Team in Progress Eröffnungsturnier in der Hall of Games, hier in Halle in der Martinstraße 10, euch biete ich natürlich auch wie immer an. Schreibt mich an über Market oder Facebook oder E-Mail oder so. Dann bringe ich euch für den Samstag noch die Karten mit. Ich bin mit Enrico wieder vor Ort. Wir beide spielen mit. Ich habe mit der Organisation diesmal nichts am Hut. Und da kann der Hut benutzt werden, um nur zu spielen und ein bisschen mit der Kamera rumzurennen. Einen schönen Vlog machen, weil ich habe ja dann genug Zeit. Und je nachdem, ob nur der Goodyear kommt oder nicht. Und dann haben wir noch einen Händler aus Erfurt da und der Lars ist ja auch da für An- und Verkauf. Kann aber sein, dass ich auch irgendwo reingeschoben werde, dass ich Karten ankaufen darf. Da mich dann einfach ansprechen, wenn ja die anderen Händler abgeklappert habe. Ich nehme dann den Rest, den die anderen nicht haben wollen. Weil ich bin ja immerhin der einzige von uns Händlern so aus der Region, der gerade Vollsortiment anbietet. Und dann nehme ich halt alles an. Ihr könnt euch auf jeden Fall in der kommenden Woche auf 2 Unknown Unboxings freuen. Das eine wird so ein Unknown Unboxings Spezial, so werde ich es wahrscheinlich nennen, wo ich einfach euch Karten zeige und ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was ihr dafür bezahlen würdet. Weil es gab ja so in der Vergangenheit ein paar sehr aggressive Kommentare, will ich jetzt mal sagen, von euch, weil ich da aus Versehen den Max 10 Ultimate für 15 € angekauft habe, wo ich dann im Nachhinein halt mitbekommen habe, oh, das geht gerade 90 bis 100. Oder der Mecha war für 20 Cent war auch ziemlich dreist. Aber dafür habe ich mich ja schon bei den Leuten entschuldigt. Das haben wir im Nachhinein ja wieder ordentlich berechnet. Aber jetzt möchte ich mal von euch sehen dann in dem Video, wie ihr das berechnen würdet. Also
Guckt es euch mal an, wenn euch das interessiert. Und dann bin ich gespannt, wie so die Preistendenzen von euch gehen. Und das zweite Unboxing, das wird wieder ein bisschen länger gehen. Da kam eine große Sammlung aus Berlin an. Und das will ich auch mit Video bewerten. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Da ist wieder viel altes Zeug dabei, wo ich wahrscheinlich wieder viele Missgriffe mache, was die Bewertung angeht. Aber das werden wir dann mal gucken. Das schaffe ich heute nicht mehr. Das mache ich dann nächste Woche. Was gibt es sonst zu sagen? Eigentlich auch nicht viel mehr. Vielleicht kommen jetzt einige gerade vom Ligaspiel direkt zu diesem Video hier. Wie hat es denn euch gefallen? So Tag Team Duell. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt stressig, die Organisation zu organisieren. Organisation zu organisieren ist auch doof. Na, allgemein, dass wir ordentlich spielen konnten, das war halt nicht so einfach. Weil entweder fehlte bei dem, der Zeit hatte, ein Laptop mit Yu-Gi-Oh! Pro, wo wir das hätten machen können. Oder Enrico hatte halt Arbeit, ich auch. Und dann haben wir es halt irgendwie mit Ach und Krach Donnerstag und Freitag Mittag vor seiner Arbeit hinbekommen. Aber demzufolge hatten wir auch wenig Vorbereitungszeit, haben dann irgendwie vergessen, unsere Side-Decks einzubauen und hatten dann gar keine ausgegebenen Masterpiece. Naja, passiert. Ist egal, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch amüsiert, dazu zu gucken, auch wenn das Video ein bisschen länger ging. Ich bin jetzt fertig geworden, dadurch, dass ich am Wochenende mehr gearbeitet habe als die letzten Wochenenden. Fertig geworden mit Online-Stellen der ganzen Karten, die ich in den letzten 2, 3 Monaten angekauft habe. Habe jetzt vorhin schon wieder die nächsten Haufen sortiert, die dann irgendwann online kommen sollen. Aber jetzt steht erstmal wieder an, dass ich meine Preise aktualisiere. Und wenn ich dann morgen soweit durch bin mit den ganzen Bestellungen, dann werde ich wahrscheinlich mich nachmittags, abends dran setzen und mal wieder alle Preise ab 95 Cent auf Trend setzen. Und dadurch, dass ich das alles auf Trend setze, ist das so eine Funktion auf dem Market. Kann es natürlich sein, dass da wieder ein paar Angebote dabei sind, die unter Wert sind. Und da einfach mal, wenn ich die Ankündigung auf Facebook mache, dass wieder alles aktuell ist auf den Preisen, einfach mal flott reingucken. Da könnt ihr sicher ein paar Schnäppchen abstauben. Und ich habe mal wieder ein bisschen mehr Umsatz, weil die letzten 2 Wochen ging irgendwie gar nicht viel. Also das war, naja, ihr braucht halt gerade gar nichts. Die Sets, die gerade kommen, sind nicht so interessant. Die Special Edition ist immer noch nicht da, obwohl die schon seit Donnerstag Release hat. Aber kann ich auch nichts machen, wenn die in der Produktion wieder hapern, aber das habe ich euch schon oft genug erzählt. Nee, das ist wahrscheinlich noch interessant für euch, wer noch spontan Karten für die EM braucht. Ab morgen Abend sollten dann die Preise wieder auf aktuellem Stande sein oder halt teilweise für richtig gute Angebote, Schnäppchen halt. Guckt dann einfach mal rein. Dann werde ich jetzt wieder fertig mit den ganzen Ankäufen, die hier per Post angekommen sind. Und wer sich interessiert, mal wieder ein bisschen was loszuwerden von dem ganzen Kartenbestand, den ihr habt, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben über E-Mail, Facebook, überall und mir schreiben, dass ihr mal wieder ein Stück eurer Sammlung verkaufen wollt. Entweder mit Videobewertung oder halt ohne geht auch, wenn ihr das nicht so wollt, wenn das öffentlich gemacht wird, wenn ich da eure Sachen vorstelle und bewerte. Aber da bin ich auch noch mit 2 offenen Ohren für euch da. Ich kaufe ein, wie ihr wollt. Wie ihr könnt, also ich kann. Und ja, das nochmal so als Info. Weitere Neuigkeiten habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr für euch. Ich wünsche euch dann eine angenehme Woche. Wir sehen uns hoffentlich alle Mann am Samstag in Halle. Das wird ein cooles Event nochmal vor der EM. Ich werde die Woche hoffentlich ein bisschen Zeit haben, um mein Deck mal ordentlich vorzubereiten, weil ich möchte schon da mitspielen und gut stehen, damit man mit einem guten Gefühl nach Utrecht fahren kann. Wir sind übrigens aus unserer Region, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 4 Autos, Leipzig, Halle, Magdeburg, so aus der Richtung. Ein paar Thüringer sind auch dabei, hauptsächlich halt die Leute von Team in Progress, mit denen ich dann reisen werde. Utrecht wird sicher ganz lustig, ganz cool. Bin ich mal gespannt, wie das alles ablaufen wird. Macht's gut, euer Jens.